Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Oh, hier geht ein kleiner Wind. Und da reagiert mein Cape. Das ist natürlich richtig geil. Also was die Physik angeht, da haben sie schon wieder ein bisschen was verbessert. Muss man schon mal sagen. Tür öffnen und hier öffnen können wir. Ist, glaube ich, egal, wie wir es machen. Ja. Oh, meine Güte. Oh, wie er die Tür weghaut. Herrlich. Ach, guck mal. Stetige Sicherheitskonsole. Ja, das ist klar. Kann ich jetzt hacken? Ich trau mich mal. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Okay, dann kann ich hier wahrscheinlich nichts tun. Oder? Boah, das vibrieren, ey, Wahnsinn. Flugverbot! Hm, Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Ah. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Ich sollte mal vorbeischauen. Ja, und hier haben wir also quasi jetzt so ein kleines Örtchen freigeschaltet. So. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Bestimmt. Da gucken wir doch gleich mal. Hauptmissionsziele. Finde Black Mask. So, Enigma. Das sind aber keine Quests, oder? Gesucht. Aha. Das, denke ich mal, sollen die Nebenmissionen darstellen. Interessant. Was haben wir hier? Dark Knight System. Geheimnisvoller Gesetzeshüter. Aha. Beschützer Gothams. Sind das vielleicht die Achievements? Schlimmer Albtraum. Hm. Gut, hier kann man skillen, das wissen wir schon. Und hier gibt es Infos. Achso. Also wenn ihr mal irgendwas näher wissen möchtet, könntet ihr dann hier nachschauen, wie die ganzen Charaktere heißen, wo die herkommen und bla, ne? Können wir übrigens auch zusammen machen, wenn ihr möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt. Und dann gucken wir uns das natürlich auch noch an. So, gehen wir doch mal hier hoch. Es ist hellichter Tag wieder, wie es aussieht jedenfalls. Mir läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Und das heißt darüber. So, und wir können auch wieder schön in der Stadt rumfliegen. Schön. Ich gehe erstmal da runter. Da oben haben wir ja schon ein paar Bösewichte gesehen, aber ich glaube, oder? Nehmen wir uns die vor. Ach komm. Was soll der Geiz? Ich
Schönen guten Tag. Macht ihr irgendwas Besonderes hier? Darf ich mitchillen? Er ist echt. Ist ein Arsch. Achtung, alle Einheiten, wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein 10-10 mehr. Haben wir jetzt alle? Nee. Der fehlt noch. Zack. Nicht ins Gesicht! Der kommt auf mich zu. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Ach, geil, hier gibt's auch richtige Spuren, ne? Und die sind richtig. Sogar richtig, richtig cool. Ist ja sogar noch besser als in Assassin's Creed 3 damals. Da gab es ja auch diese Spuren, nur dass die richtig lack gezogen wurden, also eher ja ungenau gemacht wurden. Und hier so richtig genau, ne? Jeder Fußabdruck. Krass. Geil. Finde ich gut. Ich als Grafikhure bin da schon ein bisschen begeistert. Okay, unser Ziel ist jetzt auf jeden Fall da hinten. Das ist aber das Hauptziel, soweit ich das verstanden habe. Ich würde aber... Oder wollen wir die Hauptmission machen? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch erstmal das hier. Und das ist da unten. Na komm, wir machen erstmal die Hauptmission. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Ach, noch eine. Schönen guten Tag. Hausbesichtigung. Oh. Mit der Fledermaus. Aua. Ach schön, ich liebe diese Kämpfe. Zack. Ein paar EP gesammelt. Ich würde aber gerne jetzt ganz hoch. Umso weiter kommen wir, wenn wir fliegen. Oh geil, die Brücke. Haben sie richtig gut gemacht. Und dort haben sie gesperrt. Ja, genau. Das wäre ja auch noch krasser, wenn man hier überall hin könnte. Wobei das ja technisch schon möglich wäre, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Ist ja alles möglich. Siehe GTA. Was ja auch riesig ist, ne? Hallo? Da hoch darf ich wohl nicht. So geht's auch nicht. Wow. Falsche Richtung. Das Ziel ist ja auch gar nicht mehr. Doch da. Komm ich da nicht da unten lang? Hä? Okay, versuchen wir es mal über den Laufweg. Ist zwar eher untypisch. Hey, das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier, um es zu übernehmen. Nur über meine Leiche. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich hier rüberkomme. Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Ach komm, da kloppen wir uns ein bisschen mit. Zeit ist abgelaufen. Aua. So, jetzt aber hier. Ich habe diesen Trick. Ja. Mist, jetzt habe ich es unterbrochen. Na, okay, es reicht mit dem Kämpfen. Lief doch ganz gut. Zack. Mein Schlag war schneller. Und dieses kleine Nebenmissionchen haben wir sozusagen erfolgreich absolviert. Und jetzt können wir hier weiter. Kommt zur Fassung. Die Fledermaus ist hier. Hä? Ach, guck mal, da ist ja noch einer.
Nee, drei sogar. Mal sehen, wie du aus der Lage entkommen willst. Ganz einfach. So. Zack, zack, zack. Oh, das ist übel. Ich hab's kapiert. Kann ich jetzt gehen? Ja, kannst du. Aber du bist auf mich zugegangen. Da kann ich jetzt nichts dafür, ne? Da liegst du jetzt ziemlich flach. Ich guck mal ganz schnell, können wir hier nicht mit dem Ding jetzt dahin fliegen? Da ist das eine. Na, da. Da können wir aber nichts machen. Wo bin ich jetzt eigentlich? So richtig markiert werde ich hier nicht, ne? Gibt's denn hier irgendwas? Nee. Ich bin jetzt auf der Brücke, aber wo ist die Brücke? Ach, da oben. Da! Genau, und ich muss... Boah, ist das riesig, ne? Ich muss dahin, okay. Ich kann aber nicht die Abwurfstelle nutzen, da ich den Standort noch nicht freigespielt habe. Das heißt, ich muss wirklich zu Fuß. Okay. Kriegen wir hin. Aber ich will hier gerne oben lang. Ich will hier nicht alle 5 Minuten gegen irgendwelche Gegner... Das ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Greifhakenbeschleunigung? Was für Greifhakenbeschleunigung? Bitte? Ich dachte, ich fliege hier gechillt mal rüber. Achso, dann kann er ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aha. Ich möchte aber gerne oben bleiben. Ich hoffe, Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir. Vertrau mir, ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtrippelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten, keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Ja, er will natürlich cool sein. So, und da sind wir doch schon fast da, oder? Da ist es. So, da unten. Viele Gegner. Aber die stehen uns so ein bisschen im Weg, ne? Wir können aber natürlich auch hier aufs Dach springen. Nee, hier können wir gar nicht hoch. Wir geben ein paar Pressekonferenzen und so, markieren den Starken. Aber die Wahrheit ist, ihm gehört ja die halbe Polizei. Na komm her. Du hast echt Probleme. Hab ich da unten? Das kann nicht echt sein. Lass uns spielen. Aua. Es ist doch nur ein einzelner Typ. Mist. Ja, die Richtung muss man natürlich auch noch so ein bisschen angeben. Was ist mit Frieda auf Erden? In den Rücken rein. Ne, an die Seite eher. Okay. Auch nicht schlecht. So, das Ziel ist da hinten. Gleich sind wir da. Auf jeden Fall. Hä? Ach, hier kommen wir nicht hoch, ey, Mann. Oder hier unten durchs Tor, das kann natürlich auch sein. Uah. Jawohl. Ich hoffe, ich bin richtig. Okay, wo sind wir hier?
Bin mir nicht so ganz sicher. Ist das nicht der... Ach nee. Das kommt mir so leicht bekannt vor. Aber es war es dann doch nicht. Und wir sehen da oben, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich halte mal den Kurs sozusagen. Wir haben übrigens schon wieder einen Stufenanstieg. Ich komme jetzt hier nicht vorbei oder was? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Scheiße. Komme ich hier oben lang? Ah. Das ist natürlich besser. Und da ist es auch schon. Noch sehe ich keinen. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Ja, dann wieder hoch, ja. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Jungs! Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Oh oh. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Oh. Artig. Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Wo ist der ganze Rest? Oh, oh, ganz ruhig, Braun. Wer mit uns arbeitet, arbeitet mit dem Pinguin, nicht mit irgendwelchen windigen Geschäftsleuten. Dann sag mal her, ich bin nicht für eine einzelne Knarre hierher gekommen. Ja, aber du kaufst hier nicht einfach irgendwelche schrottigen Schießeisen. Sie sind wie ein guter Wein. Und ich dein Sommelier. Probier sie ruhig aus, gewöhne dich an das Gewicht, das Gefühl, das Visier, bevor ich dir ein volles Glas einschenke. Wovon redest du da? Na los, probier sie aus. Schieß ein paar. So, greifen wir mal an. Die Fledermaus! Was zur Hölle? Wer zum Teufel bist du? Die Fresse! Schnappt ihn! Sprich dein letztes Gebet. Mist. Aber ich bin schon ziemlich weit gekommen in den Kombos. Ich glaube, das ist 20 oder 21. Jetzt verkacke ich sie die ganze Zeit. Zack, in die Fresse. Klingt irgendwie nicht überzeugend. Nicht? Nicht. Was immer du tun willst. Stop! Stop!
Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche. Mit dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, ich sehe es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf Ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Jo, und das machen wir. Verfügbare Einheiten warten Sie auf Status-Update zu potenziellen Einsätzen. Beziehungsweise, das werde ich machen, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Thank you.